Albus, in der letzten Folge haben wir sage und schreibe diese ganze Fläche hier mit Felsen versehen. Ich bin immer noch überrascht, was wir hier in der letzten Folge tatsächlich geschafft haben. In dieser Folge möchte ich natürlich gerne daran anknüpfen und ich würde gerne das hier alles verkleiden mit Felsen. Und zwar mit diesen zweidimensionalen Felsen, die relativ flach sind und breit. Also die würde ich halt gerne nehmen, beziehungsweise es gibt ja auch diese flachen und kleinen. Die würde ich dann halt wahrscheinlich hier reinsetzen. Das werde ich mir jetzt mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Auf der Seite werden es ausschließlich die flachen Felsen, so wie hier. Ne, hier sind die Mitarbeiter, die müssen da nicht so unbedingt jetzt irgendwie pralle Sachen haben. Die müssen jetzt hier nicht super dekorative Sachen haben. Da reicht eigentlich auch das hier. Theoretisch gesehen. Praktisch, also hatte ich jetzt vor der Folge eigentlich noch so im Kopf, aber praktisch gesehen ist das eigentlich Blödsinn, denn wir können ja theoretisch hier, ich sag mal, noch einen Felsen vorballern. Dann haben wir uns die Arbeit eigentlich gespart. Ja, müssen wir mal gucken. So, pass auf, jetzt mache ich aber Folgendes. Ich bin ja richtig cleveres Kerlchen, ne? Hatte ich in der letzten Folge schon gezeigt, wie das hier so vonstatten geht. Das ist nicht Copy-Paste-mäßig, ne? Ja gut, die Bäume, ja, die werden wir aber noch ein bisschen austauschen. Aber das, ne, ist noch halt ein bisschen Zukunft. Aber wir haben in der letzten Folge ultra viel geschafft und in dieser Folge möchte ich, wie gesagt, daran anknüpfen. Und zwar werde ich mir jetzt einmal diese hier alle nehmen, weil die sind nämlich schon perfekt ausgerichtet, glaube ich. Ja, haben wir schon alle ausgewählt. Sehr schön. Dann werden wir die einmal hier hinsetzen, werden die einmal um 180 Grad drehen. Moment. So, ne? Oder? Ja, so ist richtig. Und dann werden wir die hier vorsetzen. So, aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir setzen die noch ein bisschen runter, ne? Wir hatten das, glaube ich, ja überall, dass das... Ja, ja, okay, das war nur so. Okay, okay. Ich hatte das jetzt ein bisschen anders im Kopf tatsächlich. So, bis hier. Bis hier würde das gehen. Jetzt muss ich aber sagen, ja, ist okay. Jetzt werden wir das aber noch abwinkeln. Pass auf. Ich sag mal so ungefähr. Dann sieht das Ganze schon anders aus. Dann werden wir das noch ein bisschen abwinkeln. Dann werden wir das nämlich hier hinsetzen. So. Darf das ruhig gern überstehen? Ja, ne? Theoretisch darf das gerne so ein bisschen überstehen. Genau. Und dann ziehen wir das jetzt noch ein klein bisschen hier hin. Ja, bis hier, okay. Und dann werden wir, wie gesagt, die Bäume werden wir noch anpassen. Ist das jetzt das Ergebnis, was ich mir gerade erhoffte? Das weiß ich nämlich noch nicht so ganz. Vielleicht werden wir das noch eine Stufe abknicken. Ja, vielleicht. So ist besser. Ja, so ist ein bisschen besser. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. So wollte ich das gar nicht haben. Ich wollte das gerne so haben, ja, ja, und dann hier und dann da und dann et voilà. Wunderbar. Sehr schön. Ja, ja, ja. Ah ja, wunderschön. Oh, warte, warte. Ja, fast. So bis hier. Oh ja, guck mal, wunderbar. Hier haben wir kein Glitcherino. Hier haben wir kein Glitcherino. Und ich werde, pass auf, wir gucken nochmal. Da haben wir kein Glitcherino. Und, meine Damen und Herren, hier haben wir auch kein Glitcherino. Oh mein Gott. So. Sehr schön. Okay, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt. Lass die Magie beginnen. Denn. Da klappt das doch nicht, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich wollte es eigentlich einmal so drehen. Also. So. Verstehst du? Genau so wollte ich das drehen. Mist. Der macht ja den Winkel, die Ausrichtung anders. Weil ich die nicht einzeln gemacht habe. Mist. Weil ich hatte jetzt überlegt, ich drehe die einmal so. Also ich deute das einfach mal mit der Maus an. So. Und dann ziehen wir das einfach so runter. So war mein Plan. Ne, dass wir das dann hier unten dran setzen. So ungefähr. Klappt nicht. Mist. Er ist blöd. Dann müssen wir das anders machen. Welchen haben wir denn jetzt? Ach Mann, das ist doch alles Banane. Das ist doch alles doof. Welchen haben wir hier? 4x4, 1. Okay, dann haben wir hier bestimmt den Zweier, ne? Ja, okay. Dann gucken wir mal ganz kurz. In der Natur, in der Felsabteilung, roter Wüstenfelsen. Roter Wüstenfelsen, da ist er doch. So, wir hatten gesagt, das hier ist die 02. Dann machen wir nämlich hier Folgendes. Dann sagen wir hier die 01 hin. Das ist der Kleine. Die 01 setzen wir hier hin. Yep. Können wir ruhig ein bisschen rübersetzen.
Dann die 02. Dann die 01. Aber gedreht, würde ich sagen, ne? Die drehen wir uns. Ja, so ist richtig. Ja, noch ein bisschen höher. Sehr schön. Dann kommt, warte, hier war die 02. Die ziehen wir uns auch einmal rüber. Hier werde ich noch so kleine Felsen zwischensetzen. Ist mein Plan. Ob das Ganze aufgeht, weiß ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal. So, guck mal hier. Sehr schön. Ach so, jetzt sind die alle, ja okay, jetzt sind die alle mit den Felsen verbunden, aber das ist ja kein Problem. Dann machen wir einfach mal easy peasy das hier, das hier, das hier. Dann sagen wir hier von der Gruppe trennen, dann sagen wir hier einmal Steuerung X, einmal rüberziehen, fertig. Bis hier, bis da. So, genau, und dann kann der hier weg und der hier kann auch weg. So, sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal so einen Vorsprung, wie auch immer das Ding heißt. Abkastung. Abkastung nennen wir das. So, und das ziehen wir jetzt einmal rüber. Ja, fast. Geht hier nicht ganz gerade, ne? So müsste das sein. Nee. Ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir kommen hier aber richtig aus dem Takt, ne? Menno. Okay, dann machen wir das anders. Dann werden wir das nämlich hier... Oh, warte. Was ist denn, wenn wir sagen, hier, so, relative Weltachse? Relative Weltachse ist auch so ein geiler Widerspruch, aber ungefähr, weißt du, wie ich das meine? Noch ein bisschen rausziehen. Ja, sehr schön, danke. Jetzt können wir eventuell nochmal hier das ausschalten. So, ne? Ja, guck mal. Und jetzt sind wir noch nicht ganz. Jetzt müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir noch rein. Theoretisch können wir den so lassen. Pass auf, jetzt werden wir den Durchschnitt nehmen. Warte, und zwar das. Das markieren wir uns als 1, ziehen da drüber und stellen fest, es ist Algengrütze. Das wird, glaube ich, Algengrütze werden. Wir gucken mal. Das ist nur der Rohbau, ne? Also es ist nicht die fertige Konstruktion, was ich jetzt hier gerade mache. Nicht, dass jetzt einer Schnappatmung kriegt und sagt... Das passt aber gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das passt ja gar nicht zum ganz anderen Konzept. Nein, das ist nur der Rohbau. Pass auf, weil... doch, das kann eigentlich hier weg. Das kann auch weg. Hier kommen ja noch Felsen hin. Ne? Dass wir einen schönen, geilen Übergang kriegen. Das hier bleibt so. Was ist das denn hier? Entschuldigung. Ja, alter Verwalter, warum läuft das hier so komisch? Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, hier sind wir immer unten drunter, ne? Kurz dran, aber unten drunter meistens. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe tatsächlich. Warum geht der Rote jetzt nicht nach da? Weil der Blaue nach da geht, ne? So bis hier, guck mal. Okay, werden wir das jetzt anders machen? Ja. Meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt eine Premiere. Zum ersten Mal werde ich das abreißen, was ich gerade mühselig aufgebaut habe. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Aus dem einfachen Grunde, es hat mir nicht gefallen. Es ist aber, wie gesagt, eine Premiere. Werde ich auch in Zukunft nie wieder... Als ob. So, was haben wir hier? Den 02er, ne? Ja, pass auf. Dann gehen wir nämlich hier hin und sagen... Den markieren wir uns nochmal, damit wir hier eine schöne Ausrichtung haben. Ne? So, jetzt ist der komplett danach ausgerichtet. Ja, und jetzt sagen wir, Winkelausrichtung. Klick. Ja, okay. Das sollte eigentlich noch nicht so passieren, aber okay. Weil der sollte eigentlich noch ein bisschen weiter
Ja, so. Oh, das wäre natürlich auch eine krasse Möglichkeit. Nee, ist zu krass. Ein zu krass. Okay, so. So machen wir. So. Der Blaue. So, wunderschön. Ja, oh, wunderherrlich. Guck dir da dann. Ein Prachtexemplar von einer Mauer. Da haben wir in 10 Minuten einen Felsen schon geschafft. Ja, okay, aber dafür haben wir in der letzten Folge 4 rausgeholt. So, das war der 02er. Dann gehen wir nämlich hier hin. Unten, das wird schneller gehen. Ne? Also da gebe ich dir Brief und Siegel. Das wird ein bisschen schneller gehen. So. Ja. Vielleicht können wir nachher auch. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht können... Welcher ist das denn jetzt? Ist das der grüne? Oh ja. Vielleicht können wir nachher doch ein bisschen Copy-Paste-mäßiges machen. Müssen wir mal schauen. Das sieht aber gut aus bis jetzt. Was hatten wir jetzt? 02, 01, 02. Dann kommt jetzt wieder 01. Aber gedreht selbstverständlich. So? Nee, die Seite gefällt mir nicht so richtig. Die hier ist okay. Die finde ich ganz in Ordnung. Sagte er. Muss feststellen, die muss ein bisschen drehen. So ungefähr, ne? Ja, guck mal. Das ist doch wunderhübsch. Pass auf, jetzt versuchen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir die alle markiert bekommen und dann eventuell einmal rüberziehen. Und dann noch ein bisschen rein, ein bisschen raus und fertig. Es könnte so einfach sein. Oh, okay. Das würde gehen. Guck mal, der Abstand, den finde ich viel, viel besser. Aber was ist das hier für ein... Das haben wir hier auch. Aber das ist okay. Weil du siehst nicht den richtigen Weg darunter, ne? Du siehst halt nur das hier und das in Ordnung. Weil das hier möchte ich ja nur nicht sehen, dass das gesehen wird. So, jetzt probieren wir das nächste. Ist das so clever? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach. Ja, komm, wir nehmen lieber die 4 immer. Aha. Wir stellen fest, es war eine gute Entscheidung. Also theoretisch müsste ich jetzt noch ein bisschen raus, ne? Aber ich will da eigentlich nicht viel raus. So müssten wir theoretisch. Was halten wir denn davon? Noch nicht viel. So, ne? Ja, wunderbar. Okay, okay. Und das Geile ist, das wird nie jemand sehen. Ne, das sage ich so oft, aber in dem Fall... Guck mal, die gucken sich hier das Gehege an, denken sich, oh geil. Ne, hier sitzen dann noch überall normale Felsen. Oh geil. Das hier wird keiner sehen. Geschweige denn hier hinten das. Ja, doch, könnte sein vielleicht irgendwann, dass da jemand präsentiert und sagt, oh, guck mal, oh. Warte, wo sind wir jetzt hier? Ah, da. Ja, nee. Also hier gehen wir auf jeden Fall in eine Kurve. Müssen wir ein bisschen nachkorrigieren, ein bisschen feinjustieren, ein bisschen kalibrieren, ein bisschen zibrieren, philosophieren, taktieren. Dann haben wir nämlich dieses Ergebnis. Ja, gucke mal da. Dann, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bilden. Was ist das hier? Wann Überbleibsel, ne? Dann werden wir jetzt hier das einmal rüberziehen. Wir werden das hier einmal so schön rüberziehen. Das hat vor uns noch keiner gemacht. Dann werden wir das nämlich hier ein klein bisschen anpassen. Dann werden wir das eventuell noch mal ein bisschen nach links manövrieren. Das hatte ich noch nicht, das Wort. Ja, dann könnten wir hier noch ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Der hier ist öfters das Problem, ne?
dieser Überkante hier, obwohl, könnte man machen, weil die hat man ja nicht überall, könnte man machen. Aber wir werden hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen feinjustieren. Dann konfigurieren. Formatieren. Nee, formatieren wäre schlecht. Wenn ich meinen Rechner formatiere, wird ein bisschen schlecht. Obwohl, passt. Und dann werden wir jetzt... Warte, das brauchen wir auf keinen Fall, das brauchen wir auf keinen Fall. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen weniger. Das brauchen wir auch nicht auf keinen Fall. Ah, gucke mal da. Der blaue ist das, den ich haben wollte eigentlich, ne? Nee, auch nicht. Denn der rote? Nee, der kippt so. Wie will ich das denn jetzt haben? Doch so. Doch, so war richtig. Da war meine innere Eingebung doch schon ein bisschen richtig. Ist immer schwer, ich zu erkennen, welche Farbe gerade für welche Richtung steht. Das ist wirklich gerade ein bisschen problematisch, aber kriegen wir hin. Wir sind ja geschult, ne? Hervorragend, meine Freunde. Hervorragend sieht das aus. Wo bin ich jetzt? Da wollte ich gar nicht hin. Das... Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob es überhaupt Sinn macht... Doch, macht Sinn. Noch eine Reihe darunter. Ja, warte mal. Da haben wir jetzt aber ein kleines Problem, weil das würde eine lange Fläche, um die einmal zu drehen. Probieren. Und... Wie müssen wir die denn jetzt haben? Wir müssen die jetzt gedreht haben. Das nach da. Mit Winkelausrichtung selbstverständlich. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ja, fast. Und dann müssen wir das so kippen, ne? Ja, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das sieht ja hervorragend aus. Okay, okay. Bisschen rüber. Ich bin positiv angetan. Ja klar, der muss natürlich noch angepasst werden, das ist klar. Weil das ist ja der auf der anderen Seite, der halt so ein bisschen krumm ist. Aber das dürfte halt nicht so viel sein. Schauen wir mal. Ja, reicht schon. Ne, und dann ballern wir hier ein paar Felsen rein. So, und den passen wir auch nochmal an. Ah, guck mal hier. Als hätte ich nie was anderes gemacht, oder? Ich bin nämlich... staatlich geprüfter Felsdesigner. Ich gehe in die Natur raus und gestalte Felsen. Das glaubt auch nur ich mir selber. Wie machen wir das jetzt hier am besten? So Mitte und dann da drüber? Rübergezogen? Fertig? Nee. So einfach geht das nicht. Weil... der hier zum Beispiel, der wäre natürlich optimal, wenn man den jetzt einfach hier hinzieht. Ich sag mal, auf den Kopf dreht. Ich glaube, auf den Kopf geht gar nicht so einfach, ne? Doch, geht wohl. So, der ist natürlich perfekt, weil der halt flach ist, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja egal. Das ist ja egal bei den Dingern. Ah, ne, ist nicht egal. Ich würde halt schon gerne ein paar flache da hinsetzen. Wie meine Witze. Schon eine Ölknudel. Ey, das sieht ja mal geil aus. Okay, jetzt machen wir hier noch so einen Stab rein. Ja, aber einen großen hätten wir da eventuell noch mal so ein... Why not? Warum einfach nicht noch mal? Den müssen wir aber ein bisschen kippen, wa? Oh mein Gott. Der passt ja richtig gut da rein. Okay. Aber es gab doch mal... Hier sind die, ne?
Das sind die, ja, die ich wollte. Das sind nämlich die großen, dicken. Weißt du, die sind nämlich hier perfekt für. Weil die stopfen echt die Löcher. Und den Haifischzahn. Nicht der. Ist das der? Ne, das ist der kleine. Das ist der. Der Haifischzahn, der kommt selbstverständlich auch hier rein. So, guck mal. Wunderbar. Aber sowas von wunderbar. Der hier vielleicht auch noch.